mächtige Krieger, Zwergbrüder, wir werden heute die Grünhäute in die ewige Jagdgründe zurückjagen und einen weiteren Eintrag im Buch des Grolles zu tilgen und sie zu zerstören. Ich, Thorgrim, werde nun meine Mannen in die Schlacht führen. Und dann Servus da draußen, wir zocken weiter Warhammer 3 zusammen mit Osti. Servus, Leute! Das war eine wunderbare Ansage vom Herrn Kittenkurmler, Leute. Wir haben gleich die nächste Schlacht zu Beginn der Folge. Ist das mega. Ach, Leute. Und ich würde sagen, ich gebe dir mal wieder die Ormbrustschützen. Ja, bitte, Ormbrüste geht. Diesmal würde ich sagen, auch ein paar Krieger, weil ich und den Gyrobomber müssen wir jetzt leider irgendwie ein bisschen zurückhalten, deswegen. Okay, wo sind die Armbrustschützen hier? Ja, ich hab sie dir gegeben. Ah, danke. So, Armbrustschützen, sehr gut. Ich komm mal wieder über die linke Seite hier. So, okay. Ich werde mich mal hier rüberstellen. Ja, genau, stell dich mal darüber zum Gyrobomber, das ist nicht schlecht. So. Okay. Ich wäre bereit, ich habe stationiert. Bist du bereit? Natürlich. Wunderbar. Jawohl. Okay, wir legen los. Los geht's, Leute. Also, zack. So. So, wir gehen gleich voll Karacho rein in dir. Da. Du kannst gerne mal gut flankieren. Ja, mach ich. So. Achtung, da kommen aus dem Wald ein paar Wolfsreiter zu dir in deine Richtung, ne? Okay, die Wolfsreiter. Die siehst du gerade nicht, die sind gerade unsichtbar, Alter. Ah, da. Ja, da kommen sie aus dem Wald. Ja, da kommen sie aus dem Wald. Ich habe schon Angriff gestartet. Die rennen weg, Leute, die rennen weg. Ja. Die rennen sofort weg. Gut für uns auch, Mist, die kommen zu mir. Ah, das ist nicht gut, die wollen uns flankieren. Warte mal kurz. Mal so ja, genau, so. Mach ich. Gyrobomber, von hinten. So, baller ihr mal auf die Goblin-Bogenschützen, das ist gut. So. Nee, komm, meine, tut mir leid, meine sind zu langsam. Okay, mal komm. Ja, sie werden gerade beschossen von meinem Armbrüsten. Ja, sie rennen weg. Fluch, Nahkampfangriff, Minus, Fluch. Ich erwische dich nicht. Und du kassierst jetzt meine Bombe. Sehr gut. Bam. Da stehen noch welche. Ja gut, die wanken schon. Boom. So, Leute. Geht schon, ohne angreifen. Thorgrim leistet super Arbeit. So soll's sein. Au, Mist, mein Gyrobomber. Wo ist der? Greif mal die Bogenschützen an. Da, deine Zwergenkrieger sind nah. Deine Querkenzwieger. genau, sehr gut. Sehr gut, ja. Super. Leute! Jetzt auf die Wankenden. Wunderbar, die Voice Riders sind auch so tot. So, die müssen noch angegriffen werden. Die stehen da und haben nichts zu tun. Oh mein Gott, meine Krieger. So. Sehr gut. Ja, da sieht noch alles wunderbar aus mit dem. So, los geht's, kommt's doch. HP. Wunderbar, das läuft. Haha, Leute! Ja, Bergwerk. Los geht's. Die billigste Truppe. Das passt schon. Meine Armbrustschützen, Leute. Jawohl, ja. Spannende dritte Folge jetzt schon mal. Die ersten Minütchen. Fliegen mal hier über die Truppe. Da noch ein bisschen. Hier. Da kommen die Goblins wieder von oben. Das ist ganz so toll. Ich schalte mal wieder in den Kameramodus. Hier, krasse Gefechte in der Mitte. Die Goblins kommen zurück, aber Thorek zerstört sie natürlich mit seinem großen Hammer. Langbärte sind auch noch am Start. Komm, sie probieren es, sie sind tot. Überall. Ja, unsere Leute hauen leider auch ab hier, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, ist da, die Goblins kassieren. Ich glaube, Die überleben nicht. Nein. Ich kann schon abziehen, glaube ich, die Truppe, ne?
Ja, das passt schon. Das wir müssen gar nicht verfolgen. Jawohl. Weil, entscheidender Sieg! Weil wir haben die Stadt hier angegriffen und heißt, die können nicht mehr kommen. Weil sie können in die Stadt entkommen und dort werden wir sie vernichten. Sterben sie automatisch sozusagen. Ja! Ja. Na super, Leute. Wahnsinn, ey. Grandiosa. Wieder ein Sieg und ich werde wieder schneiden, Leute, denn es braucht bei mir immer länger beim Laden. Aber ist eh wurscht. Ja, ja. Okay, was haben wir hier? Fraktionen. 34 Kills auf der einen Goblin-Einheit. Das ist nicht so toll. Aber dafür auf unserer Seite auch 120 Kills auf den Hammerträgern. Okay. Ja. Leute, ja. Wir sind wieder da. Na bitte. Und als entscheidender Sieg, ihr Lieben. So ist es. Und oh. Ich Belohnungen. Hab was bekommen. Ich auch feuriger Ring des Tori. Ja genau, feuriger Ring des Tori, den hab ich bekommen. Ja, kommt mein Charakter. Cool. Genau. Achso, das hast du bekommen, okay. Ja, das ist, ich glaube, ein Item, was ich irgendwie noch nie hatte. Tatsächlich. Das bekommt nämlich Charaktere können so Ausrüstungen bekommen. Und das ist ein feuriger Ring des Tori, der gibt Feuerresistenz plus 15%. Ah, okay. Und hat eine Fähigkeit, dass ein Flammenball oder starken magischen Feuerschaden verursacht. Ein langer, dünner, sich ausweitender, tropenförmiger Angriff. Ach, cool. Also quasi so ein riesiger Flammenstrahl, den er damit irgendwie aussenden kann. Irgendwie. Keine Ahnung. Ich kann den nicht angreifen. Kannst du nicht? Nö, es ist sowieso rot markiert, aber wenn ich auf rechts klick, wenn ich jetzt auf meine Einheit gehe. Auf deine Armee, ja. Genau, und dann auf rechts klick, da ist eine Waffe, ein Schwert über der Stadt. Ja. Wenn ich dann rechts klicke, tut sich nichts. Ja, dann hast du vielleicht einfach nicht genügend Geschwindigkeit, beziehungsweise einfach, wie heißt es, Ausdauer so. Okay. Weil deine Armee kann nur eine bestimmte Strecke in einer Runde zurücklegen, sozusagen. Ah, okay, wo sehe ich das? Das siehst du hier, du hast ja unten links dieses Gesicht von deiner Yao Ying oder so. Ja. Da drüber ist so ein so links zwischen oben und Mitte links ist so ein halbrunder Balken quasi. Ah, da steht da, Bewegungsreichweite 0%. Ja, okay, dann kannst du dich leider nicht mehr bewegen, diese Runde. Super. Na gut, dann, dann würde ich sagen, wenn du hast ja auch schon alles ausgebaut in deiner Stadt. Nö, ich habe noch gar nichts ausgebaut. Ja doch, vorher haben wir es ja schon gemacht, oder? Ja, ja, aber ich habe nur eine Sache ausgebaut und das war die... Na, irgendwas habe ich da ausgebaut gehabt. Ne? Schlafsaal, genau. Ja. Das Dorf, da kannst du das noch upgraden? Also deine da müsste ich schauen, wie mache ich. Moment da. Wie mache ich das? Geh nochmal einfach auf deine Stadt und wenn du da nichts upgraden kannst, dann. Nö, ich kann da gar nichts upgraden. Zwei Runden muss ich warten beim Schlafsaal und eine Runde bei der Lehmgrube. So, jetzt ist die Frage, was hast du unten rechts noch? In diesem großen Kreis, wo diese anderen Kreise drumherum sind. Was siehst du da noch? Diplomatie? Na, in dem großen Kreis. Diplomatie ist ja so ein kleiner Kreis. Im großen Kreis? Rechts. Steht da schon, beendet die Runde? In der Mitte ist da ein Kopf. Ja. Da steht, beendet die Runde durch Auflösen oder Überspringen der Benachrichtigung. Eingabe, 10 Tastatur, was? Na. Was hast du da noch? Beendet die Runde durch Auflösen oder überspringen. Steht da noch irgendwas? Ich glaube, da steht noch irgendwas mit Fähigkeitpunkt oder so. Zielvorgaben? Nein. Geh einfach mal auf den großen Kreis. Und was steht da? Wo ist dein großer Kreis? Rechts unten. Ja, rechts unten. Da hast du ja Technologie. Da steht unzugewiesene Fähigkeitspunkte. Ja, genau. Stehen. Okay, klick da einfach mal drauf. Okay. Storm Dragon. Ah, sehr cool, Leute. Fähigkeiten. Jetzt bist du wahrscheinlich im Fähigkeitenbaum, ne? Genau. Und jetzt kannst du mal wieder schauen, wo du deine Punkte rein investieren willst.
Okay, ich kann sowieso nicht. Aura der Erhabenheit, verfügbar bei Rang 12. Also, schwer zu treffen habe ich, Erdenblut habe ich, inspirierende Gegenwart oder Marschierer. Also ich würde. Was du haben willst. Ich steht alles da, was es bringt, ja. Schwer zu treffen würde ich eigentlich sein. Nahkampfabwehr plus 5. Schwer zu treffen würde ich eher sagen, ne? Ist immer gut, ja. Würde oder ich auf halt jeden Fall sauber, da. Ja. Habe ich jetzt, genau. Nein, ich habe jetzt das gemacht mit schwer zu treffen. Mehr kann ich eh nicht machen. Okay, alles klar. Und jetzt schaust mal, was hast du noch unten im, wieder im Kreis, da wo die Fähigkeitspunkte vorher waren. Aber wie kann ich da wieder rausgehen? Ich glaube, unten ist, ist ein Haken. Ah ja, genau. Ja. Forschung genau. Verfügbar, haben wir da? Ja, wunderbar, dann gehen wir in den Forschungsbaum. Forschung, erfahrener Fährtenleser. Habe ich schon. Militärische Ausbildung, Pfeile des Mondes habe ich. Den Rest kann ich noch gar nicht. Oder gehärteter Bambus. Gehärteter aber Rüstung plus 10. Harmonie plus 1 ist gut. Rang bei Rekrutin plus 2 Bauern. Führerschaft plus 4 Bauern. Auch später. Ich würde mal sagen, Pfeile des Mondes. Munition plus 10% für Bauernbogenschützen. Armbrustschützen des himmlischen Drachen. Ich werde das auf jeden Fall reinnehmen. Ja. Und könnte. Wie viel habe ich eigentlich? Wie viele Punkte muss ich jetzt schauen? Ich kann eh noch eins machen. Militärische Ausbildung auch noch dazu nehmen. Naja, du kannst nur eine Forschung leider gleichzeitig machen, ist die Sache. Ah, okay, dann nehme ich Pfeile des Mondes. Ja. Okay. The Celestial Empire. Außenposten verfügbar habe ich da jetzt. Genau, das kannst du bei mir bauen. Du kannst quasi einen Außenposten bei mir bauen. Karaz Akarak. Wo soll ich das machen? Ja. Das ist meine tolle Zwergenfeste hier. Bau einfach einen Außenposten. Ja. Ich baue mal einen. Na bitte! Super! Yay! Diplomatie initiieren, wollen wir beide? Nee, wir handeln ja schon miteinander. Ich würde sagen, jetzt beenden wir mal die Runde. Okay, abbrechen, ne? Ja, geh mal raus und beende jetzt deine Runde. Kompassauswahl verfügbar hätte ich auch noch. Ach Gott, ja, das ist für deine Fraktion spezifisch. Das ist. Wähl das einfach mal aus. Okay, was haben wir da? Wuxing Kompass, Leute. Große Bastion, ja, himmlisches. Genau, so ist es. Was kann euch da nehmen? Große Bastion haben wir da, himmlischer See, Zorn des Drachenkaisers oder Warpsteinwüste. Zorn des Drachenkaisers ist cool. Kontrolle plus 2, Stärke wird durch Energiereserven bestimmt. Ja, das ist wunderbar. Würde ich ja mal. Gibt dir mehr öffentliche Ordnung. Das ist super. Öffentliche Ordnung musst du nämlich auch hochhalten, sonst. Karawane kann entsendet werden, habe ich jetzt da stehen. Ach Gott, das kannst du ja auch noch machen. Oh ja, dann du kannst mir gern ein bisschen Geld schicken, das wäre. Ach so, das brauche ich jetzt nicht unbedingt machen, ne? Wenn ich nicht will. Nee, eigentlich nicht. Das ist. Du kannst quasi von deiner Stadt aus eine Karawane entsenden. Das ist so eine kleine Armee, die bringt so Waren über die ganze Weltkarte zu anderen Städten und so. Und da, wenn die zurückkommt, kriegst du richtig viel Cash. Ah, okay. So, ich habe jetzt ein Rufzeichen in der Mitte. Großen Kreis. Mhm. Hast du da eine Sanduhr oder was? Oder nö, gar nicht. Nur ein Rufzeichen. Beendete Runde durch Auflösen oder Überspringen der Benachrichtigung. Naja, das ist was anderes. Was hast du da jetzt? Beendete Runde. Ja, hab ich. Beendete Runde. Ja. Beendete Runde durch Auflösen oder Überspringen der Benachrichtigung. Steht da auch. Ja, egal, klick einfach drauf. Beendete Runde. So, jetzt kann ich. Jetzt habe ich eine Sanduhr. Ja. Leute! Yeah. Die Runde ist vorbei! Und die Folge ist auch gleich dann aus. Hey, wir haben quasi auch in dieser Folge wirklich was weitergebracht, ein bisschen. Mhm. Die erste Runde beendet. Ist das auf cool? Jeden Fall. Ach, mega. Jetzt lädt das Ganze logischerweise. Es lädt neu rein, neue Runde. Bin gespannt, ob wir angegriffen werden. Ich glaube nicht. Aber jetzt sind erstmal die anderen 273 Fraktionen dran. Ja, genau. Bei mir lädt es aber gar nicht mehr so lang. Oh, so Wahnsinn, oder? Oh, unglaublich. Ja, jetzt haben wir keine Soldaten mehr. Alle kaputt. Wahnsinn. Sehr gut. 200. Wunderbar. 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 Na bitte, eure Runde. Jawohl, wir haben Runde 2. Wo steht denn die Rundenanzahl eigentlich?
Die ist irgendwo versteckt, wenn ich mich nicht täusche. Also ich glaube irgendwo. Lass mich kurz suchen. Da steht derzeitiges Gleichgewicht Yin und in Klammer 2. Also Charaktere. Da musst du ganz oben rechts in der Ecke auf dein Fraktionssymbol klicken und ich glaube, dann siehst du es irgendwo. Aufzeichnungen und Statistiken, da dürfte es irgendwann stehen. Derzeitige Runde 2, ja, okay. Wenn man danach sucht, findet man. Aktuelle Rundenzahlen, da steht es, hey, 2, ja. Leute, genau. Jawohl. Ja. Ah, unglaublich, ihr Lieben. So, kann ich jetzt. Ich muss nur kurz schauen, also da werden wir jetzt nicht mehr kämpfen in dieser Aufnahme. In dieser Folge, ja. Meine ich, weil ich habe nämlich was vor, Leute. Eine Sache muss aber tatsächlich noch in diese Folge rein hier. Ja. Hier vor meiner Haustür, beziehungsweise fast vor meiner Haustür, kommt schon mein Erzfeind um die Ecke. Ready to discuss. Skarsnik mit seinem kleinen Squig. Oh ja. Gott. Den sehe ich jetzt schon. Der Typ kommt in der zweiten Runde hier schon anstravanzt hier. Das ist schon wieder so unfassbar typisch, ne? Okay, ich könnte was lernen. Lehmgrube und jetzt kann ich Töpferei lernen. Ich lerne Töpferei, Leute. Ich habe zwar nicht mehr viel Geld, aber wurscht. Das kannst du machen. Töpferei! Braucht 2 Runden. Sonst kann ich eigentlich nichts mehr machen. So, ich würde sagen, ich rüste hier ein bisschen auf und baue meine Armee aus. Und in der nächsten Runde nehmen wir dann die nächste Siedlung ein. Natürlich, deine Armee ausbauen, wie geht das? So, warte mal kurz. Klick mal auf deine Armee. Moment, wo? Ja, genau, ich muss genau. Mal Armee, Beine. Ah, du bist ja leider im feindlichen Territorium, da kannst du leider nichts rekrutieren. Also ich würde jetzt mal Nanlin angreifen. Oder Nanli. Okay, das machen wir das in der nächsten Folge dann? Ja, machen wir in der nächsten Folge. Passt. Okay. Sehen wir uns dann wieder. Ich sage auch danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Game over und ciao, Kittenkummler. Servus. Servus.